Die Nachrichten aus Ägypten in den letzten Tagen lassen den Begriff arabischer Frühling wie Hohn erscheinen. Präsident Morsi reißt immer mehr Macht an sich. Die Opposition nennt ihn schon den neuen Pharao. Und für viele ägyptische Frauen ist aus dem arabischen Frühling ein arabischer Albtraum geworden. Gewalt und sexuelle Übergriffe werden für eine steigende Zahl von ihnen bitterer Alltag. Die Polizei schaut oft weg. Manch radikal-islamischer Prediger findet, Ehefrauen zu schlagen, sei den Männern von Gott gestattet. Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Thomas Aders zeigt, warum der in Ägypten besonders aktuell sein sollte. Kairo. Die erfolgreiche Revolution hat auf Kosten der Frauen stattgefunden. Wie eine ansteckende Krankheit breitet sich in der ägyptischen Hauptstadt männliche Macho-Gewalt aus. Überall in der Stadt, tagsüber, abends und nachts. Spurensuche. Bereits während der Revolution kommt es zu den ersten brutalen Übergriffen. Eine Aktivistin wird von Dutzenden von Männern sexuell attackiert. Die Metros und die Busse sind voller Männer. Wenn wir Frauen einsteigen, werden wir sofort angemacht. Das passiert jeden Tag. Aber was sollen wir machen? Wir müssen doch in die Uni. Tahrirplatz, vor einem Monat. Eine Journalistin wird von Männern begrapscht. Sie versuchen, die Französin auszuziehen vor laufenden Kameras. Sie belästigen nicht nur ausländische Frauen. Frauen generell sind Freiwild für sie. Aber trotzdem, als Ausländerin bist du natürlich ein leichteres Ziel. Immer mehr Frauen beginnen, sich gegen die Gewalt zu wehren, und oft können sie dabei auf die Unterstützung von Männern bauen. Beileibe nicht jeder Ägypter ist ein Angreifer. Gemeinsame Patrouillen der Gruppe Basma, übersetzt der Fingerabdruck. Sie schützen Passantinnen vor Übergriffen und klären Männer auf. Die Aktivistinnen, allesamt Opfer, fühlten sich früher in ihren Selbsthilfegruppen wie in einer Blase aus Gleichgesinnten, ohne Bezug zur brutalen Realität auf den Straßen. Also nahmen sie sich an Herz und beschlossen, selbst dorthin zu gehen. Die Männer sagen immer, das ist der Fehler der Frauen, weil sie sich so aufreizend kleiden. Unsinn. 4 von 5 Frauen in Ägypten werden sexuell belästigt und die meisten von ihnen sind verschleiert. Bis in die Nacht stehen die Mitglieder der Gruppe auf dem Platz der Befreiung. Sie kämpfen für ihre Menschenrechte. Ihre Befürchtung, die Zivilgesellschaft als solche ist mittlerweile in Gefahr. Frauen haben mittlerweile Angst auszugehen. Wir Mütter warten abends auf dem Balkon und halten Ausschau nach unseren Töchtern. Wir haben Angst, dass ihnen etwas passiert ist. In Ägypten gibt es keine Sicherheit mehr. Zu wenig Polizisten auf den Straßen seit der Revolution, das staatliche Chaos, die Anarchie im Alltag, das Fehlen moralischer Vorbilder und die große sexuelle Frustration vieler Männer. Für den Soziologen Ahmed Hamid sind dies einige der Faktoren, die zu immer häufigerer Gewalt gegen Frauen führen. Doch er hat noch eine weitere, aufsehenerregende Erklärung. Das reaktionäre Welt- und Frauenbild der Sieger der ägyptischen Revolution. Das Gedankengut der Moslembrüder ist der eigentliche Grund für die sexuellen Belästigungen. Sie sehen in der Frau ein Wesen, das nur zur Befriedigung der Lust existiert. Das Haar der Frauen, ihr Aussehen ist unrein, ihre Stimme, ihre Kleidung ist unrein, ja sogar ihre bloße Anwesenheit in der Gesellschaft von Männern. Sie haben die Frauen insgesamt für unrein erklärt. Wie stehen die angesehenen Imame in den Moscheen zu diesem Phänomen, das Ägypten innerlich zerfrisst? In seiner Freitagspredigt spricht Scheich Shahin das Thema in der bekannten Omar Makram Moschee direkt an. Es hagelt Vorwürfe. Der Imam ist beinhart mit den Tätern. Jugendliche, die so etwas tun, haben keine Ahnung vom wirklichen Islam. Ich habe gerade in meiner Predigt gesagt, dass der Islam jegliche Form von sexueller Belästigung an Frauen verbietet. Und zwar eindeutig. Schön zu hören, doch viele Frauen haben ihr Vertrauen in die ägyptischen Männer verloren. Selbstverteidigungskurse boomen, Kickboxen, Karateschläge und Beinwürfe, besser als auf männliche Einsicht hoffen. Auch Maria spielt mit dem Gedanken, sich in Nahkampf ausbilden zu lassen. Selbst hier im vornehmen Viertel Ma'adi hatte eine Schar von Jugendlichen sie am helllichten Tag begrapscht. Doch
Das war nicht einmal das Schlimmste. Schlimmer als die Hände der Jungen an meinem Hintern war, dass vier erwachsene Männer einfach zugeschaut haben und mir nicht zur Hilfe geeilt sind. Sie haben nicht etwa die Jungen aufgehalten, sondern mich, als ich mich zur Wehr gesetzt habe. Frauen als Freiwild, sexuelle Belästigung im Alltag. In der ägyptischen Gesellschaft bis vor kurzem ein absolutes Tabu. Zum ersten Mal thematisiert wurden die Missstände im Spielfilm 6, 7, 8. Gerade in Bussen und Metros finden die Übergriffe regelmäßig statt. Frauendemo in Kairo Ende Oktober. Ihre Befürchtung, dass die regierenden Islamisten die Hoffnung auf Demokratie und Rechtsstaat begraben, gerade nach den aktuellen Anordnungen von Muslimbruder Mursi. Die Frauen werden weitermachen. Sie haben sich geschworen, nie mehr zu schweigen.